Netzprediger 37 ist da, heute unter anderem mit folgenden Themen. Ich beschäftige mich mit so ein paar komischen Twitter-Ansichten von German Let's Play. Holger guckt oder führt ein Interview mit einem IS-Experten zu deren Umgang mit den Medien. Da gibt's zweierlei Art. Einmal die, ich würde mal sagen, so klassischer Gruselfilm. Und dann die Gore-Videos. Klassischer Gruselfilm ist für den westlichen Zuschauer bestimmt. Du hast also den Jihadi John, der sein Messer hochhält, wie man aussieht wie eine Horrorfigur aus Scream oder Freitag der 13. Und hast den Guantanamo-Gefangenen, also den westlichen Journalisten oder Entwicklungshelfer, der aussieht wie Guantanamo mit seiner orangen Gefängniskluft. Und dann wird erstmal ein, zwei Minuten lang eine Rede geschwungen gegen den Westen und wie toll der Islamische Staat ist. Und dann wird das Messer angesetzt und in der Sekunde endet das Video, geht in eine Schwarzblende über. Man hört nach ein, zwei Sekunden das Röcheln des Opfers und dann gibt's nach dem Schnitt, taucht dann schon das Ergebnis auf. Das heißt, die eigentliche Gewalttat kriegt man nicht zu sehen, auch in den Originalvideos nicht. Adam, was hast du diese Woche vorbereitet? In den Hacks der Woche geht es unter anderem um den Bundestag und um Kaspersky. Kaspersky jagt normalerweise selbst Trojaner. Jetzt haben sie selbst einen Trojaner eingenistet bekommen. Das finde ich sehr, ich lasse es mich mit einem Emotikum ausdrücken. Das finde ich schon sehr unterhaltsam heute bei den Hacks der Woche. Außerdem sehr unterhaltsam Reiks Beitrag zu Pickup Artists. LMR steht bei Pickup Artists für Last Minute Resistance. Der letzte Widerstand vor dem Sex, wenn die Frau doch nochmal Angst bekommt und zu wenig Vertrauen da ist. Quasi der Moment, in dem die Frau nochmal überlegt, ob der nette Typ, den sie gerade erst kennengelernt hat, vielleicht nur auf nett tut, aber in Wirklichkeit ein manipulatives Arschloch ist, das sie nur bumsen will, um danach im Internet vor Fremden damit anzugeben. Soll's ja geben. Was tun also? Einen Freeze-Out machen. Wenn du bei einer Frau in der Seduction Phase LMR hast, dann musst du einen Freeze-Out machen. Du bist nicht sauer, du sagst, es ist okay und machst das Licht an, check deine E-Mails und so weiter. Du sollst sie in die unangenehme Situation bringen, dass sie langweilig ist und sich unwohl fühlt. Perfekt. Mach, dass sie sich scheiße fühlt. Mach, dass sie sich schuldig fühlt. Denn kein Sex ist befriedigender als der, bei dem die Frau nur mitmacht, weil sie sonst Verlustängste hat, dass der Mann vielleicht geht oder bei dem sie sich so schlechtes Gewissen einredet und so weiter. Netzprediger 37, jetzt sofort auf Massengeschmack TV angucken, als Podcast oder in HD. Mit Applaus.